Das Rowett-Institut in Aberdeen, Schottland. Hier beginnen 1995 die weltweit ersten öffentlichen Tierversuche mit Genpflanzen. Im Fokus der Forscher: insektenresistente Kartoffeln und ihre Wirkung auf die Organe von Ratten. Arpad Pusztai leitet die Tierstudie. Die Versuchsplanungen des renommierten Wissenschaftlers hatten so überzeugt, dass die Regierung ihm den Riesenetat von 6 Millionen Mark zugesprochen hat. Und bald erlebt er eine Überraschung. Die entnommenen Organe sind geschrumpft, teilweise entzündet. Offenbar haben die Genkartoffeln seine Ratten schwer geschädigt. Dann stellt er fest, die Kartoffeln greifen die Organe erst an, wenn sie über Wochen verfüttert werden. Und genau das alarmiert ihn. Denn er weiß, keine Behörde der Welt verlangt solche Langzeitfütterungsversuche für die Zulassung von Genfood. Doch in Standarduntersuchungen wäre die Kartoffel nicht aufgefallen. Sie hätte womöglich als Nahrungsmittel zugelassen werden können. Noch sind nicht alle Experimente ausgewertet. Aber Pusztai ist bereits sicher. Er hat eine gravierende Testlücke entdeckt. Dann bittet der Fernsehsender ITV das Rowett-Institut um ein folgenschweres Interview. Arpad Pusztai geht vor die Kamera. In Absprache mit dem Institutschef Professor Philip James. I'll start talking now. 1, 2, 3, 4, 5. Am 10. August 1998 wird die Sendung ausgestrahlt. Thema: die Sicherheit von Genfood. If I had the choice, I would certainly not eat it till I see at least comparable. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich es sicherlich nicht essen. Zumindest solange ich nicht ähnliche Sicherheitstests sehe, wie wir sie bei unseren genetisch modifizierten Kartoffeln anwenden. Ich glaube tatsächlich, dass die Gentechnik für uns nutzbar gemacht werden kann. Und wenn die Sicherheit von Genfood bewiesen wird, dann haben wir unseren Bürgern einen großen Dienst erwiesen. Daran glaube ich ganz fest. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich fordere, die Regeln zu verschärfen. Noch am Tag der Ausstrahlung macht sein Institut in einer Pressemitteilung Werbung für das Fernsehprogramm. Die Sendung World in Action enthält heute einen Bericht über die vorläufigen Ergebnisse Dr. Arpad Pusztais vom Rowett-Institut. Er ist ein Weltexperte auf dem Gebiet der Lektinwirkung im Magen-Darm-Trakt. The broadcast certainly got a huge attention by the media. Die Sendung erhielt eine riesige Resonanz in den Medien und in der Öffentlichkeit. Auch das Rowett betrachtete sie zunächst als willkommene Publicity. Sie übernahmen die Lorbeeren. Ich wurde fast in den Hintergrund gedrückt. Aber dann passierte etwas. Wir wissen nicht was, wir können nur spekulieren. Aber es hat Druck auf das Rowett gegeben, politischen wie kommerziellen Druck, sich von der Studie zu distanzieren. To disown the study. Pusztais kritische Aussagen platzen mitten in einen beispiellosen Gentechnik-Boom. Firmen wie der US-Konzern Monsanto sind auf globalem Expansionskurs. Schon jede zweite Sojapflanze auf US-Feldern ist Gensoja aus diesen Gewächshäusern. Auch Mais, Raps und Tomaten erobern die USA. Die Märkte in Kanada und Südamerika wachsen rasch. Jetzt will man nach Europa. In diesem Klima der Fortschrittseuphorie sind Pusztais kritische Experimente im Rowett-Institut ein Schock, auch für Politiker. Tony Blair ist inmitten eines Werbefeldzugs für die Genbranche. Und er sucht Verbündete, zum Beispiel den Leiter des Rowett-Instituts, Philip James. James soll daher zum Chef der obersten Behörde für Nahrungsmittelsicherheit aufsteigen, zuständig auch für Genfood. Doch dann gerät Philip James unter Druck.
Er hatte Pusteis Interview genehmigt, die Brisanz seiner Ergebnisse aber unterschätzt. Und Pustai bekommt das zu spüren. Sein Institut unterstellt dem zwei Tage zuvor noch als Weltexperten gelobten Forscher, er habe Experimente falsch gedeutet und schlicht Ergebnisse vertauscht. Die Industrie und viele Wissenschaftler stimmen in die Kritik mit ein. Pustai steht plötzlich als verirrter Forscher da. Schließlich erhält Pustai einen Brief. Absender: das Rowett Institut, Professor Philip James. Der Inhalt: die Entlassung. Doch das ist noch nicht alles. James verbietet ihm sogar, über seine Forschungsergebnisse öffentlich zu sprechen, unter Androhung von Schadenersatz. Arpad Pustai kann sich nicht einmal mehr verteidigen. I was quite clearly blown to smithereens. I mean, I was really totally devastated. I couldn't even think clearly about it because ich war völlig fertig. Ich war am Boden zerstört. Ich konnte nicht einmal mehr klar denken, denn es kam einfach völlig überraschend. Ich wusste, dass der Fernsehbericht Folgen haben würde. Aber so etwas. Nach 35 Jahren Arbeit für das Rowett. Ich habe viele wissenschaftliche Artikel geschrieben und war ziemlich bekannt. Der Versuch, mich völlig zu zerstören, sowohl wissenschaftlich als auch persönlich. Selbst heute werde ich damit nicht fertig, weil ich es nicht verstehe. Because I don't understand it. Der Fall ist tief und plötzlich, innerhalb von Tagen. Unverständlich für einen wie ihn, der unerschütterlich an die reine Wissenschaft geglaubt hat. Die Suche nach Wahrheit. Von einem weltweit angesehenen Wissenschaftler zum Ausgestoßenen, der sein eigenes Labor nicht mehr betreten darf. Als Fälscher diffamiert, mundtot gemacht. In der Industrie geht es derweil mit Hochdruck vorwärts. Man setzt unbeirrt auf die Gentechnik. 5. Bei Aventis Crop Science in Frankfurt 0. Warten Genpflanzen der nächsten Generation bereits auf ihre Zulassung. 0. Ja, wir haben hier ein Beispiel der Aubergine. Eifrucht, für die meisten sicherlich ein bekanntes Lebensmittel mittlerweile. In Italien ist man intensiv daran am Arbeiten, dass man aus der Aubergine, wie man sie kennt, die Kerne entfernt. Weil viele Menschen diese Kerne nicht mögen oder nicht vertragen. Und in Zukunft gehen wir davon aus, dass die Art von Auberginen eben kernfrei sein werden. Der Salat, ein sehr schönes Beispiel, ist in vielen Labors in der Bearbeitung Vitamin E anzureichern. Auch das ist ein Schwerpunkt, wenn man sieht, wie viele Vitamin-E-Tabletten in der Welt zu sich genommen werden, dass man das auf ganz konventionelle Weise zu sich nehmen kann. So viel Vitamin-E kann man im konventionellen Salat gar nicht zu sich nehmen, ohne dass man Berge davon verzehren müsste. Hier besteht die Möglichkeit oder gibt es das Beispiel, dass Vitamin-E angereicherter Salat verkauft wird.
Das nächste Beispiel hier, ganz exotisch, die Ananas. Ananas hier, eine hervorragende Vitamin-C-Spender-Pflanze. Hier geht es darum, den Abbauprozess zu verlangsamen, dass man die Lagerstabilität der Ananas eben erhöht, wissend, dass sie nicht in Europa angezogen wird, sondern aus den tropischen Regionen kommt. Dass man den Abbauprozess stoppt, dadurch, dass man durch gentechnische Modifikationen den Auxingehalt hochfährt und damit den Faulungsprozess und den Zerstörungsprozess des Vitamin C verhindert. Misteln enthalten natürliche krebshemmende Stoffe. Unabhängig von seiner Arbeit an Genpflanzen war Arpad Pusztai als Experte für solche Pflanzenstoffe immer gefragt. Und er hat die Hoffnung, dass das so bleibt, dass ihm wenigstens diese Beschäftigung keiner nimmt. Pusztai ist auch weiterhin Mitglied in einer EU-Forschungskommission, zusammen mit Uwe Pfüller, einem deutschen Biochemiker. Im September 1998 erhalten beide eine Einladung nach Brüssel. Ein Monat ist seit Pusztais Suspendierung vergangen. Haben sich die Wogen geglättet? Uwe Pfüller wird Zeuge der Ereignisse. Es war eine sogenannte Krisensitzung nach Brüssel einberufen worden. Herr Pusztai war dort präsent. Er war ja zu diesem Zeitpunkt noch der Chairman dieser Gruppe. Und hier wurde von den Offiziellen mitgeteilt, dass von britischer Seite es nicht mehr erwünscht ist, dass Herr Pusztai britische Interessen vertritt. Und von einer Minute zur anderen hatte Herr Pusztai und eine Mitarbeiterin von ihm den Raum zu verlassen. Und so ein Vorgang ist einfach nicht nachvollziehbar für mich. There was a major discussion there, very, very, very upset. Everybody was. Es gab große Diskussionen. Jeder regte sich auf. Und nicht nur wegen der Art und Weise, wie es geschah, sondern auch wegen des Sinn und Zwecks. Ich hätte meine Aufgabe dort sehr gut erfüllen können, auch wenn ich mit Genpflanzen nicht mehr arbeiten konnte. Denn diese Arbeit hatte mit genetisch veränderten Nahrungsmitteln nichts zu tun. Arpad Pusztai zieht sich zurück. Er reist nach Ungarn, sein Heimatland, das er 1956 auf der Flucht vor russischen Panzern verließ. Er fühlt sich ein zweites Mal vertrieben. Er ist heimatloser, als er es ohnehin schon war. I think that's something which you do not understand unless you were an expatriate yourself. Das ist etwas, was man nicht verstehen kann, wenn man nicht selbst ein Exilant ist. Ich bin nirgendwo mehr zu Hause. Man betrachtet die Situation immer von außen, wo immer man auch ist. Denn wenn man sein Heimatland verlässt, wie ich es 1956 getan habe, dann lässt man einen Teil von sich zurück. You leave a part behind. You leave a part of you behind. Doch hier gewinnt Arpad Pusztai auch Abstand von den Ereignissen. Er hat Zeit, neue Kräfte zu sammeln, Zeit nachzudenken. Er will nicht resignieren. Er hat sich entschlossen zu kämpfen. The establishment turned against me, but as a compensation. Das Establishment wandte sich gegen mich. Aber zum Ausgleich habe ich viele Menschen getroffen, die an das Gleiche glauben, die mich unterstützen. Erst im Unglück findet man heraus, wer echte Freunde sind. Ian Prime ist Biochemiker an der Universität Bergen in Norwegen. Er kennt Arpad Pusztai gut. In gemeinsamen Forschungsprojekten
hat er ihn schätzen gelernt, sich mit ihm angefreundet. Der Krebsforscher prüft Pusteis Fütterungsversuche mit den Genkartoffeln. Und er mobilisiert andere Forscher. I was present at the first meeting in a railway station in Belgium. Ich war beim ersten Treffen dabei, in einem Bahnhof in Belgien. Wir diskutierten, was wir tun sollten, nachdem Arpad so brutal vom Raoult-Institut behandelt worden war. Wir fühlten uns wie Spione, als wir da in einer Ecke des Bahnhofs saßen und überlegten, wie wir Arpad unterstützen könnten. Denn wir kannten ihn als einen herausragenden Wissenschaftler mit einem ungeheuren Wissensschatz. Nur einige Monate früher wäre es für uns unvorstellbar gewesen, dass er in dieser Weise behandelt werden könnte. Just a few months previously, that he could be treated in this way. Weltweit begeben sich Anfang 1999 insgesamt 23 unabhängige Experten an die Arbeit. Einer von ihnen, Udo Schumacher von der Universität Hamburg. Die Forscher prüfen Pusteis umstrittene Experimente. Udo Schumacher ist Mediziner. Feinste Organproben zu untersuchen, ist für ihn Routinearbeit. Wie beurteilt er die von Pustei gefundenen Organschäden durch Genkartoffeln? Waren die Daten falsch bewertet? Nein, fachlich sind seine Daten sicher richtig und ist auch sicher richtig interpretiert. Was auf jeden Fall aber gemacht werden muss, und das fordert er ja auch, dass diese Experimente wiederholt werden und vielleicht noch bei größeren Tierzahlen und verschiedenen Spezies untersucht werden. Aber die vorläufigen Experimente sind als solche korrekt durchgeführt und interpretiert. Am 12. Februar 1999 löst dann dieses Dokument einen Skandal aus. Das Memorandum der 23 internationalen Wissenschaftler. Sie alle stützen Pusteis Ergebnisse und stellen fest, es ist eine nicht akzeptierbare Vorgehensweise des Raoult-Instituts und seines Direktors Professor James, sich selbst als Richter über Forschungsergebnisse zu erheben. Die englische Presse titelt Nahrungsmittelskandal aufgedeckt und fordert, die Unterdrückung von Forschungsergebnissen zu beenden. Arpad Pusteil ist zurück in Aberdeen, erleichtert über die unerwartete Unterstützung. Doch er ist auch enttäuscht, denn das Raoult-Institut bleibt bei seinem Rausschmiss. Er wird weiter öffentlich attackiert. Und auch, dass Gentechnik-Gegner ihn jetzt hofieren, schmeichelt Pusteil wenig, denn er sieht sich als Forscher, nicht als Aktivist. Sorry to disturb you, but there are two letters you have to sign, please. Seine Frau Susan ermutigt ihn zu kämpfen. Sie organisiert Reisen zu Kongressen, sofern man ihn überhaupt einlädt. Sie beantwortet Post, hilft sanft, aber bestimmt bei der Terminplanung. Der Streit um ihren Mann entwickelt sich auch für Susan zur Belastungsprobe, nicht nur privat. Denn sie ist ebenfalls Biologin und mittlerweile selbst Anfeindungen ausgesetzt. Das große Ziel heißt daher Rehabilitierung. Ein Freund wird besonders wichtig für ihn. Stanley Ewan ist leidenschaftlicher Angler. So oft es geht, fährt er an den Dee in den Hügeln westlich von Aberdeen. Der Pathologe von der Universität Aberdeen plant zusammen mit Arpad Pusteil einen wissenschaftlichen Coup. Seit Jahren verbindet beide eine Freundschaft. Gelegentlich begleitet Pusteil seinen Freund, wenn der versucht, Forellen für ein gemeinsames Dinner zu fangen. Stanley Ewan weiß, dass Pusteil keinen Zutritt mehr zu seinem Labor hat. Er hat ihm daher seine Hilfe angeboten. Er will noch fehlende Daten aus Pusteis Tierversuchen im Raoult-Institut auswerten. Das soll den letzten Beweis für Pusteis heftig umstrittene Aussagen liefern. Oops.
an extremely skillful business. I'm not sure. Yuen wertet Organproben aus dem Rowett-Institut aus. Ehemalige Kollegen haben sie für Pustei herausgeschmuggelt. Hier ist der Zellkern klein und hier doppelt so groß. Warum ist das so? Die Zellaufnahmen machen noch deutlicher, welche abnormen Veränderungen die Genkartoffeln im Darm der Ratten ausgelöst haben. Womöglich Vorstufen von Krebs. Ist dieses brisante Material der Durchbruch? Gleichzeitig werden neue Angriffe gegen Pustei gefahren. Zum Beispiel aus der Universität Durham im Nordwesten Englands. John Gatehouse ist Biologe. Sein Ziel ist es, Grundnahrungsmittel wie Reis, Mais und Kartoffeln gentechnisch aufzurüsten. Die Pflanzen sollen resistent gegen Schädlinge gemacht werden. Gatehouse und Pustei haben einmal eng zusammengearbeitet. Denn Gatehouse hat die Lektin-Kartoffel konstruiert. Jene schädlingsresistente Knolle, die Arpad Pustei anschließend auf ihre Sicherheit prüfen sollte. Doch seit Pusteis Kritik hat sich Gatehouse gewandelt. Vom Forschungspartner zum Ankläger. Ich glaube, er hat etwas recht Interessantes aufgezeigt, aber er überinterpretiert seine Ergebnisse. Er ist polemisch. Ein Wissenschaftler sollte versuchen, die Wahrheit zu sagen und nicht dauernd versuchen, eine Streitfrage zu produzieren. Blieb bei dieser Kartoffelpflanze mit ihrer Insektenresistenz die Wahrheit auf der Strecke? Die Giftigkeit der Kartoffel ist nach Ansicht von Gatehouse weiterhin nicht bewiesen, trotz Pusteis Tierversuchen. Doch wie unabhängig ist Gatehouse? Geben ihm rein wissenschaftliche Gründe Gewissheit oder gibt es mögliche finanzielle Interessen? Nun, mir wären alle Versuche willkommen, mich zu bestechen. Bisher hat sich nur noch niemand zu mir durchgeschlagen, um mir viel Geld anzubieten. Nein, würde ich sagen. Ganz sicher nicht. Doch Tatsache ist, insektenresistente Genpflanzen erobern die Märkte. Und Gatehouse hatte die Kartoffel auch bereits zum Patent angemeldet. Ihre Vermarktung hätte ihm bares Geld bringen können. Wären da nicht Pusteis Ergebnisse gewesen? Doch ein noch mächtigerer Gegner attackiert Pustei. Die Royal Society in London. Die Vereinigung des wissenschaftlichen Establishments. Sie verfasste einen vielbeachteten Bericht über Genfood. Verantwortlich für den Bericht ist Professor Peter Lachman. Sein Credo: Genfood ist sicher. Pusteis Versuche hält er für irrelevant. Es ist jetzt klar durch das, was sein Mitarbeiter Dr. Gatehouse gesagt hat, er hat die falschen Kartoffeln benutzt. Seine Genkartoffeln und die neutralen Kontrollproben waren miteinander nicht vergleichbar. Sie wiesen noch mehr Unterschiede auf als das neue Gen. Daher ist es schwer, dieser Arbeit irgendeinen Anspruch auf Richtigkeit zuzugestehen. Doch bei solcher Kritik bleibt es nicht. Die Royal Society setzt sogar ein Schiedsgericht ein, das Pusteis Arbeit öffentlich verurteilt. Ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Wissenschaftsvereinigung. Dann die Überraschung. In der Zeitschrift Lancet erscheint dieser Artikel über Schäden an Rattenorganen durch Genkartoffeln. Eine der renommiertesten Fachzeitschriften der Welt, mit Sitz in London, veröffentlicht die Ergebnisse von Arpad Pusteil und Stanley Yuen. Für die Aufnahme des Artikels in den Lancet
müssen beide eine hohe Hürde überwinden. Unabhängige Fachgutachter prüfen zuvor eingehend alle wissenschaftlichen Daten. Das Besondere, sie bleiben anonym, um Einflussnahmen zu verhindern. Dennoch wurde offenbar Druck ausgeübt. Die Lancet-Redaktion klagt öffentlich die Royal Society an, sie habe den Artikel verhindern wollen. Der Chefredakteur erklärt sich bereit, zum ersten Mal im deutschen Fernsehen über diese Hintergründe zu sprechen. Doch plötzlich, am Tag des vereinbarten Interviews, zieht er seine Zusage zurück. Nachfrage bei der Royal Society. Haben Sie versucht, die Lancet-Publikation zu verhindern, indem Sie den Chefredakteur bedroht haben? Wir haben vereinbart, das nicht zu besprechen. Ich habe niemanden bedroht, aber wir werden das nicht besprechen. Dennoch, was bewegt die offiziell unabhängige Royal Society zu massiven Aktionen gegen Pustei? Gibt es Verquickungen mit der Industrie? Ich glaube, das ist völlig absurd. Die Menschen, die ich kenne und die sich in dieser Sache engagiert haben, einschließlich der Royal Society, sind sicher nicht in der Hand der Industrie. Das ist völlig abwegig. Immerhin, Lachman ist durch Beraterkontrakte an Biotechnikfirmen gebunden, wie etwa Jaron Biomet, jene Firma, die hinter Klonschaf Dolly steht. Arpad Pustei hofft, dass der Lancet-Artikel seine Gegner verstummen lässt. Einen Triumph kann er mittlerweile auskosten. Sein Ex-Chef Philip James musste das Rowett verlassen, nach wachsender öffentlicher Kritik. Doch was ihn beunruhigt, niemand setzt seine Experimente fort. Es macht auch niemand Anstalten, sie wenigstens zu wiederholen. Dabei ging es nicht nur um Genkartoffeln, sondern um eklatante Lücken bei den Sicherheitstests. Und wie sicher ist dann das bereits zugelassene Genfood? As a process, the genetic modification of food probably produces no risk of any kind. Der Vorgang der genetischen Veränderung von Nahrungsmitteln erzeugt wahrscheinlich kein Risiko irgendeiner Art. Immer wenn man ein sogenanntes Novel Food einführt, muss getestet werden, ob es sicher ist. Und selbstverständlich sind alle genetisch veränderten Nahrungsmittel genau so geprüft. Daher gibt es keinen Grund, besorgt zu sein, weil sie genetisch verändert sind. Doch welche Tests verlangen die Behörden? Zwingend vorgeschrieben ist lediglich die chemische Bestimmung einiger Inhaltsstoffe, wie Zucker oder Eiweiße. Ist deren Gehalt ähnlich hoch wie bei der Ursprungspflanze, dann gilt auch die Genpflanze als sicher. Weitere Tierversuche sind dann nicht vorgeschrieben. Doch Kritiker sagen, nur in Tierversuchen kann man auf Langzeitschäden testen, auf Allergien, auf Krebs. Tatsächlich hatten auch Pusteis Kartoffeln chemische Tests bestanden. Erst im Tierversuch erwiesen sie sich als schädlich. Für die Industrie allerdings bedeuten obligatorische Tierversuche Zusatzkosten von rund 50 Millionen Mark pro Genpflanze. Ein unnötig hoher Aufwand sei das, zumal das Experiment mit dem Versuchstier Mensch bisher keinen Anlass zur Sorge böte. Was man bis heute kennt, und Sie sehen ja in den USA seit 5-6 Jahren, wird dort gentechnisch modifiziertes Material angebaut, von Soja bis hin zu Raps und zu Mais. 60-70% der gesamten Bevölkerung in den USA ist mit gentechnisch modifizierten Lebensmitteln irgendwo konfrontiert. Und bis dato heute gibt es nicht einen einzigen Hinweis, dass irgendwelche gesundheitlichen Schäden oder Einflussnahmen erkennbar gewesen wären. Wir erwarten nicht, dass die Menschen innerhalb von einem halben Jahr sterben. Auch Krebs entwickelt sich erst nach Jahrzehnten. Wenn man zu rauchen anfängt, fällt man nicht am nächsten Tag tot um, aber vielleicht in 30 Jahren. Es ist einfach zu früh, um Gesundheitsschäden durch genmodifizierte Nahrungsmittel zu erwarten. Wir wissen es noch nicht. Fütterungsversuche sind unerlässlich, um Genfood auf mögliche Langzeitschäden zu testen, glauben außer Pustei auch andere kritische Forscher.
Doch wie viel dieser Versuche hat man weltweit bisher durchgeführt? Immerhin essen Millionen von Menschen bereits Genfood. Forscher der spanischen Universität Reus haben jetzt alle öffentlich publizierten Studien zusammengestellt. Ihre Recherche erschien kürzlich im renommierten Wissenschaftsmagazin Science. Die magere Ausbeute, ganze 8 Studien mit Fütterungsversuchen sind bisher publik. Unter ihnen die von Arpad Pusztai. Und wenn Versuche kritisch ausfielen, hatte das nicht unbedingt Folgen. So hat die US-Gesundheitsbehörde FDA Studien mit einer Gentomate der Firma Celgene geprüft. Diese wurde zugelassen, obwohl die Ursache für folgendes Testergebnis nie geklärt wurde. In der zweiten Studie wurden bei 4 von 20 Ratten, die mit Gentomaten gefüttert worden waren, große Gewebezerstörungen in den Mägen festgestellt. Am 28. Februar 2000 steht viel auf dem Spiel. Auf Arpad Pusztai wartet eine Bewährungsprobe. Völlig überraschend hat er eine Einladung nach Edinburgh bekommen. Er ist Delegierter der OECD-Konferenz über die Sicherheit von Genfood. Wird man ihn jetzt ernst nehmen? Proteste vor dem Konferenzgebäude. Verbraucherschützer wollen sich bei den Funktionären aus Politik, Wissenschaft und Industrie Gehör verschaffen. Denn sie wissen, um was es geht. Die OECD setzt die Standards für die Zulassung von Nahrungsmitteln. Und das weltweit. Arpad Pusztai hofft, es bewege sich etwas. Warum hätte man ausgerechnet ihn sonst eingeladen? Ladies and gentlemen, welcome to the Edinburgh International Conference Centre. Ladies and gentlemen, kindly take your seats. Pusztai soll eine Rede halten. 10 Minuten Redezeit sind vereinbart. Kurz vorher erfährt er, dass er nur 8 Minuten darf, wegen des angeblich engen Zeitrahmens. Er beeilt sich, das vorzustellen, was ihm am Herzen liegt. Ein neues Konzept für Sicherheitstests, anwendbar auf alle Genpflanzen. Doch Pusztais Forderungen nach aufwendigen Tierversuchen finden nur wenig Gehör. Der Applaus ist nur höflich, nicht zustimmend. Denn die Konferenz wird keine Verschärfung der Zulassungstests beschließen. Am ersten Konferenztag scheint sich nur die Presse für seine Aussagen zu interessieren. Doch im weiteren Verlauf der Tagung häufen sich Angriffe gegen ihn. Im Rückblick fühlt sich Pusztai fehl am Platze. And on by the third day, it became absolutely clear cut to me and to everyone. Am dritten Tag wurde es dann völlig klar für mich. Ich war als Sandsack eingeladen, auf den sie einschlagen konnten. Und sie luden all ihren Frust auf mich ab. Frustration on me. Frustriert ist die Industrie über den ablehnenden Verbraucher. Doch den will man jetzt ködern. Orangen, Zitrus werden intensiv modifiziert, hochgradig Kalzium anzureichern. Jeder weiß, dass Milch die beste Kalziumquelle ist, aber nicht jeder mag sie. Und speziell die Länder, die Zitrus anbauen, sind hochgradig daran interessiert, Kalzium zu exprimieren, um unterm Strich die Osteoporose speziell für Frauen in den Griff zu kriegen, dadurch, dass man eben hochgradig Kalzium anreichert und damit einen gesundheitsförderlichen oder einen verlangsamenden Prozess in Gang setzt, dadurch, dass man entsprechende Mengen von Kalzium zuführt. Eine hochwichtige Pflanze, ganz klein hier abgebildet, die Sojapflanze. Soja ist einer der wichtigsten Öllieferanten der Erde neben Raps. Geht intensiv natürlich auch in die Futtermittelschiene mit ein. Hier geht es darum, ganz spezielle Fettsäurespektren zu exprimieren oder auszubilden, gesättigte, ungesättigte Fettsäuren. Zum anderen ist man jetzt auch in der Lage, mit diesen Sojapflanzen Antikörper zu produzieren,
Antikörper, die auch in Richtung AIDS-Bekämpfung und so weiter einzudenken sind. Das heißt, alles, was an Proteinen irgendwo im therapeutischen Bereich, im medizinischen Bereich angesiedelt ist, stellt diese Pflanze oder auch die eine oder andere Pflanze als Objekt dar. Über 500 verschiedene Genpflanzen stehen bereits in den Gewächshäusern der Welt bereit. Die staatliche Forschung konstruiert dabei mit, allerdings zunehmend mit Geldern aus der Industrie. So auch hier bei Plant Research International, einem Ableger der Universität Wageningen in Holland. Die Entstehung dieser Gentomate hat ein Unternehmen finanziert, das man nicht nennen will. Die Tomaten enthalten besonders viele sogenannte Flavone. Diese Stoffe sollen Alterungsprozesse im Körper verhindern, vor Herzinfarkt schützen, vielleicht sogar vor Krebs. Diese neue Generation der Designerpflanzen wird die Verbraucher überzeugen, glauben die Geningenieure. Schließlich geht es um die Gesundheit, unser höchstes Gut. Gleich nebenan ist man eher vorsichtig. Im Holländischen Institut für Qualitätskontrolle. Es ist eines der wenigen Institute weltweit, das freiwillig Genfood in Tierversuchen erforscht, wie es zuvor auch das Rowat getan hat. Die Flavontomate ist hier zurzeit im Fütterungstest. Und in ihrem Falle erweist sich jede Vorsicht als höchst berechtigt. In sehr geringen Konzentrationen wirken die Flavone wie Östrogen, das weibliche Geschlechtshormon. Bei Männern könnten sie das Hormonsystem stören. In mittleren Konzentrationen wirken die Flavone wie gewünscht. Dann haben sie einen Gesundheitseffekt. Wenn wir die Dosis aber weiter erhöhen oder wenn sich die Situation in unserem Körper ändert, dann wirken sie wie eine oxidierende Verbindung. Und dann können sie Schaden verursachen. Auch die holländischen Forscher fordern daher Langzeitfütterungsversuche für Genpflanzen der neuen Generation. Doch Genfood ist bereits auf dem Markt. Der insektenresistente BT-Mais zum Beispiel. Er kam 1997 ohne vorherige Langzeittierversuche in den Verkauf, auch in Deutschland. Im gleichen Jahr gaben die EU-Behörden grünes Licht für Gensoja, ebenfalls ohne Langzeitfütterungsstudien. Es gibt bisher keinen Hinweis auf seine Schädlichkeit, zum Glück. Denn Gensoja findet sich bei uns bereits in Hunderten von Nahrungsmittelprodukten. Meist ohne Kennzeichnung, ganz legal, wenn auch in Anteilen von weniger als 1%. Aberdeen, Oktober 2000. Spaziergänge am Strand halfen Arpad Pustay vor 2 Jahren über die schwere Zeit. Jetzt lässt sein Terminplan fast keinen Platz mehr dafür. Er ist endlich an einem Forschungsprojekt beteiligt worden, in dem BT-Mais getestet wird. Pustay wird die Tests in Norwegen planen, wird Langzeitfütterungsversuche durchführen können. Doch das ist noch nicht alles. Es gibt verschiedene Angebote für eine Gastprofessur an einer Universität aus Brasilien, Spanien, Ungarn. Mir ist noch kein Angebot von einer der britischen Universitäten übermittelt worden, aber ich hoffe noch. Ganz zurück ins hektische Wissenschaftlerleben wollte er eigentlich nicht mehr. Doch schnell ist vieles wieder wie früher. Put that one in. T-shirt. 3 white shirts. Mm-hmm. This one. This is 2. Mm-hmm. And 3.
And do you want to take the brown one or the white one? I think that, that, take that one. Any T-shirts? This is the official Royal Society tie. Quite lousy, like the Royal Society. Decisions. I'd take this one. This one. The slippers. Good. And. Okay. That's it. That's it. See. Ready to go.